Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart DS. Jetzt in einer anderen Aufnahmesession. Vielleicht habt ihr bei den ersten beiden Parts schon gemerkt, dass das ein bisschen geflimmert hat obenrum. Und dass allgemein überall ein bisschen geflimmert hat. Das liegt daran, dass die Datei ein bisschen fehlerhaft war. Und ja, ich hatte in der ersten Aufnahmesession eigentlich alle 8 Cups aufgenommen. Ja, aber benutzbar waren nur noch die ersten beiden Cups. Der Rest war komplett zerstört. Und ja, die anderen 4 Cups, also die Retro-Cups, die habe ich jetzt schon neu aufgenommen, weil das habe ich direkt gemerkt, dass die Datei fehlerhaft war, dass diese beiden Cups auch noch fehlerhaft sind. Nämlich nur mittendrin habe ich jetzt erst gemerkt, deswegen habe ich gesagt, komm, nimmst du die auch nochmal nachträglich auf. Also, haben jetzt natürlich ein paar Fahrer mehr. Ich sollte aber die Fahrer nehmen. Wir hatten erste Fahrt bei Mario, zweite bei Luigi. Das ist jetzt bist du mit Peach und dem Königsschlitten ran. Den hatte ich damals genommen. Und wir sind im Stern-Cup. Da haben wir Donkey Kong Alpine, Tic-Tac-Trauma, Marios Pistole und Fliegende Festung. Donkey Kong Alpine. Diese Strecke wurde bereits geremaked und zwar für Mario Kart 7 auf dem 3DS. Das heißt, diese Strecke wird auf jeden Fall nicht in Mario Kart 8 als Remake erscheinen. Genauso wie die fliegende Festung gegen Ende, also die letzte Strecke dieses Cups. Auch die wurde bereits in Mario Kart 7 verwendet als Remake-Strecke. Und ich muss dazu sagen, ich war in dieser Strecke immer schlecht. Wenn andere die ziemlich gut können. Da oben links auf dem Berg ist übrigens ein Special. Ne, nicht da. Erst ganz oben. Also hier oben links auf dem Berg. Ich glaube, ich fahre da auch mal kurz lang. Einfach mal um das zu zeigen. Das ist nämlich ein Item, in dem immer ein Stern, ein Dreipilz oder ein Pilz drin sind. Das heißt, es ist der einzige Itemkasten, der mir persönlich bekannt ist, bei dem es im regulären Spiel möglich ist, auf dem ersten Platz auch einen Stern zu bekommen. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee, auch das hat man auf dem 3DS übernommen, das heißt, ach komm, ich überhole dich und bleib vor dir stehen. Das heißt, es ist eine Besonderheit dieser Strecke, die man halt auch auf dem Remake übernommen hat. Sehr schön, was Besonderes macht diese Strecke besonders, ansonsten ist sie jetzt nicht so super besonders. Man fährt halt erst die Straße hoch und dann den Berg wieder runter und überall sind halt Lawinen. Und da kann man zu der Strecke eigentlich nicht sagen, ich fand sie jetzt nicht so gut. Einerseits, weil ich schlecht in der Strecke bin und andererseits, weil ich es halt, wie gesagt, ist für mich persönlich nichts Besonderes. Boah, jetzt wird der rote Panzer auch noch gegen die Wand zu verarschen. Also ich finde so optisch jetzt nicht so mega ansprechend. Und ich bin halt schlecht in der Strecke, was zwei Gründe sind, warum ich sie nicht mag. Man sieht hier halt auch auf der DS-Version nicht wirklich den Übergang zwischen dem Schnee, auf dem man langsam wird, und auf dem Schnee, auf dem man fahren kann. Das ist ein kleiner Kritikpunkt, aber ansonsten, Strecke ist natürlich nicht schlecht, aber jetzt nicht unbedingt mein Favorit. Falsche Richtung gedriftet. Och, das ist nicht dein Ernst, oder? Oh, Glück gehabt. Ich dachte schon, jetzt genau in der Sekunde, in der ich Donkey Kong überholt habe, trifft mich der blaue Panzer. Aber hier sind die blauen etwas fairer. Die visieren denjenigen, dann, den sie treffen wollen, schon wesentlich früher an, als sie dann erst bei dem sind. Das heißt, auch wenn du die in letzter Sekunde noch abbremst, dann ist es zu spät. Du musst eigentlich schon fast abbremsen, bevor der blaue Panzer überhaupt losgeschickt wird. Was hier möglich ist und auf dem unteren Bildschirm jetzt angezeigt. Beziehungsweise bei euch jetzt der Aufnahme natürlich auf dem rechten Bildschirm, im DS ist natürlich der untere. Wenn ihr da die ganze Zeit drauf achtet, dann ist es natürlich durchaus möglich, einen blauen Panzer auch dann direkt abzubremsen als ersten Platz und den dann nicht abzukriegen. Das ist ja, dass ihr einen blauen Panzer kriegt. Habe ich damals auch immer gemacht. Ist da allerdings auch wesentlich einfacher gewesen, weil die Bildschirme kleiner waren als jetzt. Für mich zumindest. Das Ganze natürlich jetzt so groß gezogen, dass wir die beste Auflösung kriegen können, die wir kriegen können. Jetzt nimmt man nach wie vor nur einen Emulator und es ist halt nur ein DS, der normalerweise ursprünglich kleine Bildschirme hat. Das heißt, die beste Auflösung ist hier natürlich nicht verfügbar, aber ich habe versucht, das Beste rauszuholen, was funktioniert. Also, hart war die erste Strecke. Machen wir gleich mal weiter. Wie gesagt, wurde bereits geremaked, kann nicht geremaked werden. Jetzt kommen wir zum Tic-Tac-Trauma. Und ich würde sagen, das ist für mich persönlich eine Strecke, die ich mir gut als Remake vorstellen könnte, irgendwann mal. Wer weiß, ob es zu Mario Kart 8 kommt oder nicht. Ich finde es halt nur, sie ist was Besonderes, sie ist einzigartig und sie ist eigentlich ganz cool. Erinnert halt sehr, sehr stark an das Level aus Super Mario 64.
was hier auch auf dem 3DS, auf dem DS geremaked wurde, also auf dieser Konsole, auf der dieses Spiel ursprünglich, von der dieses Spiel ursprünglich stammt. Sind natürlich ganz viele Uhrenteile und so weiter und so fort, die halt alle irgendwie zusammenarbeiten, ganz viele Zahnräder und so weiter und so fort. Und es ist etwas Einzigartiges, gab es vorher noch nie so. Gibt es auch sonst nie so. Also, ich finde, mag die Strecke sehr gern. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es für diese Strecke irgendwann mal einen Remake geben könnte. Und ich wäre dem nicht abgeneigt. Vor allem, weil schon sehr, sehr viele Spiele, sehr, sehr viele Strecken vom DS geremaked wurden. Also, ich meine, 4 für den, für die Wii und 4 für den 3DS, das macht 8 Strecken. Insgesamt hat das Ding nur 16 eigene Strecken, wie halt die meisten Mario Karts. Das bedeutet, es gibt nur noch 8, die man remaken kann. Selbst wenn man auf der Wii U nur 3 macht, kann man noch zweimal DS-Strecken remaken und dann sind alle aufgebraucht. Also da muss man langsam schon mal überlegen, welche Strecken man denn jetzt noch remaken will oder nicht. Ähnlich ist natürlich für GameCube, Nintendo 64 und Game Boy Advance und auch Super Nintendo. Allein in diesem Spiel wurden bei allen Vorgängern natürlich schon 4 Spiele geremaked und auf der Wii nochmal 3 und auf dem 3DS nochmal 3. Das macht auch insgesamt schon 10 von 16. Die Auswahl wird langsam knapp bei den älteren Spielen. Anders beim 3DS, da wurde ja zum Beispiel noch gar keine Strecke von geremaked. Ist ja auch der neueste Ableger, was soll man da schon remaken bislang? Und auch bei der Wii, da wurden halt erst 4 Strecken von remaked auf dem 3DS halt. Das heißt, irgendwann muss Nintendo mal damit anfangen, Strecken doppelt zu remaken, damit sie halt nicht nur die neuen Strecken alle drin haben, sondern irgendwann auch eine Mischmasch halt, was diese Retro-Strecken eigentlich machen sollen aus neu und alt. Oh, scheiße. Hätte ich dann rechts rum gemusst, habe ich leider erst so spät gesehen. Hier kann man sich nochmal einen Schub nehmen, wenn man über das Zahnrad, was in deine Richtung geht, rüberfährt. Braucht man jetzt aber nicht. Ah, oh, da hat der Computer gecheatet, hat man genau gesehen. Donkey Kong war erst Zweiter, dann hat Luigi, dann war Luigi nochmal schnell auf Platz 2 gesprungen, hat dann aber der Computer selbst gemerkt, ach Mist, das kann ich nicht mehr durchdrehen und lassen, und hat Donkey Kong schnell wieder nach vorne geschmissen. Das war ein Marios Piste, auch die wurde noch nicht geremaked, ist aber auch eine normale Marios Piste. Ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich so ein Remake möglich sind, genauso wie zum Beispiel die Achterpiste von Toad hier am Anfang. Moment, wenn ich gerade so drüber nachdenke, ich glaube, die Achterpiste am Anfang wurde die nicht sogar schon geremaked auf dem 3DS? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Oder hatte der 3DS seine eigene Piste und hat die Toads-Piste genannt? Auf jeden Fall sahen die ähnlich aus. Ich glaube, der 3DS hatte seine eigene Strecke und die haben die nur Toads-Piste genannt. Sieht aber vom Streckenverlauf her ähnlich aus. Wenn man mal alles nach vorne schmeißen, was wir haben, trifft leider keinen. Ja. Und hier die Kurve und geradeaus und da vorne können wir noch Waluigi noch mal einen mitgeben und den Pilz mitschnippen. Schnippen. Schnippen ist auch ein schönes Wort. Können wir mitschnippen. Schmeißen wir hier mal so einen Müll hin. Kann der Affe gleich mal reinfahren. Den Panzer-Hilfmeter. Ich weiß nicht mehr, was ich original in diesen beiden Cups, die ich jetzt nachholen muss, gesagt habe. Deswegen kann ich mich da jetzt nicht drauf beziehen und hoffe, ich vergesse jetzt nichts zu sagen, was ich sonst sage. Die ganzen Informationen zu diesem Spiel wird es auf jeden Fall in dem Wettkampf-Part geben, der Part 9 sein müsste. Und zusätzlich aber auch schon, na, hauptsächlich im Wettkampf-Part. Die ganzen üblichen Informationen, die sonst halt so raushaue, wenn an Mario Kart spiele, sowas wie wie oft sich das Ding verkauft hat, beziehungsweise das sage ich, glaube ich, erst im allerletzten Part, im Finale von den Rennmissionen. Aber auch solche Sachen wie welche Items neu dazu gekommen sind, was übrigens, kann ich ja mal kurz sagen, Kugelwilli und Blooper sind. Ja, was das noch so, halt die ganzen Sachen hier. Fahrer, die freischaltbar sind, wann man die freischaltet, wie man die freischaltet und so weiter und so fort. Sage ich alles im Wettbewerbsmodus.
keinen Sinn, das hier nochmal zu wiederholen, wenn ich das dann nochmal alles sage. Eigentlich hätte ich das erst nach den 8 Cups nachgeguckt, aber da von den 8 Cups, die ich aufgenommen habe, 6 unbrauchbar waren, weil die Dateifehler waren, musste ich halt jetzt erst 4 aufholen und dann habe ich gemerkt, dass diese 2 auch noch kaputt sind und muss diese 2 jetzt auch nochmal aufnehmen. Deswegen gibt es die ganze Information, die sonst im Laufe der ersten 2-3 Parts gibt, jetzt halt erst in Part Nr. 9. Insgesamt wird das Let's Play für die Leute, die sich fragen, auf jeden Fall halt die 8 Cups sein in 100er Hubraum-Modus. Also 8 Parts, dann noch die 9. für Wettkampfmodus und dann Kapitel 1 und 2 der Rennmission in einem Part, 2 und 3, 3 und 4 in einem Part und 5 und 6 in einem Part und 7 als Finalpart. Mit anderen Worten 9, 10, 11, 12, 13 Parts müsste das Let's Play haben. Indem ich da jetzt nicht total vertan habe, müsste das Let's Play 13 Parts beinhalten. Und das ist, denke ich mal, dafür, dass das nur so ein kleines, so eine Revival-Serie ist von den Mario Karts. Das ist, denke ich mal, ganz ordentlich. Es wird jetzt kein super mega lang andauerndes Let's Play werden, wie es zum Beispiel zu Double Dash damals wurde, wo ich dann gesagt habe, komm, mach ich die 100er Hubraum, ach, mach ich noch die 150er Hubraum und dann mache ich auch noch den Spiegelmodus hinterher. Und die Meisterschaft jeweils und so weiter und so fort. Das hat ja ewig gedauert, alles an sich. Einerseits, na, bei Double Dash hat mir das Spaß gemacht, weil ich das so ewig nicht mehr gefahren habe. Und Double Dash auch eines meiner Lieblings-Mario Kart ist, vor allem weil es eigen ist mit den zwei Fahrern und den Doppel-Items und den Spezial-Items und so weiter und so fort. Das hier ist halt ein stinknormales Mario Kart, nur halt grafisch veraltet, weil der DS nicht mehr machen konnte. Und dann denke ich mir, dann spiele ich lieber Mario Kart Wii. Das sieht grafisch hübscher aus, habe ich einen größeren Bildschirm für, ist die Aufnahme einfacher. Und es ist neuer, es ist aktueller, das musst du eh noch bringen. Was für Wii alles kommen wird, ist, entscheide ich dann spontan. Ich werde auf jeden Fall, da werde ich nicht im 100er Hubraum starten, weil da habe ich die meiste, also aktuell fahre ich das ja immer noch ab und an mit meinem Vater. Das heißt, ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt wie Mario Kart DS hier seit 4 oder 5 Jahren nicht mehr angepackt habe. Wir werden sterben! Immerhin hat sich die beiden durchgerattert. Es ist nicht so, dass ich hier, wie dieses Spiel jetzt hier so 5-6 Jahre nicht mehr angepackt habe, sondern Mario Kart kenne ich, Mario Kart Wii kenne ich noch ziemlich gut. Und deshalb das Mario Kart, würde ich mal so grob sagen, was ich mit Abstand am meisten gefahren habe, gespielt habe. Und ja, deswegen werden wir dann nicht im 100er Hubraum starten, sondern gleich im 150er, das traue ich mir dann gleich mal zu. Und wenn ich Bock habe, machen wir auf den Spiegelmodus oben drauf. Das wären ja dann insgesamt schon 16 Parts. Dann auf jeden Fall wieder einen Wettkampfpart. Den gibt es auf jeden Fall. Rennmissionen gibt es da nicht. Das heißt, die kann ich nicht zeigen. Also wird es, denke ich mal, mindestens 9 Parts und maximal 17 Parts werden. Ja, ich denke mal, 9 Parts sind zu wenig. Da werden wir 17 machen. Vielleicht machen wir sogar einen Online-Part. Wir haben ja schon für die Leute, die sich jetzt fragen, oder die das nicht wissen. Ich habe ja in Zuge der Zockstunde, wo ich mir immer so circa eine Stunde ein Spiel rausgeholt habe, oder wenn es halt eine Demo war, dann halt kürzer, solange die Demo halt ist, habe ich mir da immer ein Spiel rausgesucht und da halt immer ein bisschen was zu gemacht. Und da habe ich auch schon Mario Kart Wii drin gehabt in der Serie. Das heißt, wir haben schon eine Stunde, circa eine Stunde, Online-Gameplay, Let's Play zu Mario Kart Wii auf meinem Kanal veröffentlicht. Also für die Leute, die es nicht abwarten können und sagen, ach, Wii ist viel besser als DS, dann könnt ihr da einfach mal reinschauen. Müsste in der Playlist auf meinem Kanal auch unter Zockstunde sein. Müsste einfach mal kurz durchblättern. Irgendwas da müsste es sein. Sind ja nicht so viele Folgen von bislang rausgekommen. Eine habe ich auch schon auf Festplatte. Die habe ich seit dem, weiß ich nicht, ich glaube seit dem Sommer habe ich die aufgenommen und habe die einfach nur noch nie hochgeladen. Werde ich jetzt wahrscheinlich, ach komm, das mache ich einfach mal morgen, sage ich jetzt. Also, wenn ihr das hier seht, ist das schon draußen, weil ich sage das jetzt morgen in dem Tag, an dem ich das hier aufnehme. Hau ich die einfach mal raus. Vielleicht interessiert ihr den einen oder anderen Apes Game, müsste das gewesen sein. Dann wisst ihr auch, weil ich das hier aufgenommen habe. Ich hoffe auf jeden Fall den Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.